Hallo zusammen, es ist Donnerstagabend, wir haben den 30. Mai und es ist 22.02 Uhr. Die Amis sind zu. Und heute hier mache ich jetzt mal einen Film über den Nasdaq. Aber ich muss sagen, die gefallen mir alle drei nicht, die großen Indizes. Nasdaq nicht, Standard 500 nicht und Dow auch nicht. Da ist ziemlich die Luft raus. Es gibt nur noch einzelne Werte, wie sowas wie Netflix, die dann nochmal ein bisschen höher kommen. Aber das gefällt mir gar nicht. Vor euch ist der Chart von den Nasdaq. Wir haben ja hier von dem 19.04., da sind wir von rund 17.000, also ich runde jetzt leicht, ja, da hoch, neues Hoch, wunderbar. Und jetzt korrigieren wir heute bis fast zur 20-Tage-Linie. Die 20-Tage-Linie steht heute hier und jetzt bei 18.460, die steigt pro Tag um 50 Punkte. Aber wenn ich heute mal hier so auf meine Liste schaue, Adobe minus 7%, Dell minus 5%, Nvidia 3,65%, Microsoft im Minus, Alphabet, Meta, Amazon, heute sogar jetzt mal die Netflix, die waren in den letzten Tagen ganz gut, aber die auch mal wieder, auch so eine Supermicro mal 1,3% irgendwie. Also ich möchte nicht sagen, dass das ein Verkaufsdruck ist, aber als ob da so ein Käuferstreik entsteht. So nach dem Motto, so die Jungs, die sind jetzt mal ordentlich gelaufen. Wir müssen auf diesem Niveau nichts Neues kaufen. Wenn ich jetzt hier den Nasdaq so sehe, ich nehme mal das Fadenkreuz raus, habe ich von dem letzten größeren Tief oder ins Auge stechende Tief einfach mal die Fibos gezogen. Wir haben hier als erste Unterstützung die 20-Tage-Linie, dann das 38er und das trifft sich hervorragend mit verschiedenen Chartpunkten hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal bei 18.166. Wir schließen jetzt hier mit 18.546. Oh, jetzt muss ich gerade eben schauen, weil das ist jetzt, wie viele Punkte ist denn das über dem DAX? Das ist 13. Das sind 60 Punkte nur noch. Das war auch schon wieder 400 Punkte drüber. Also Nasdaq gegenüber dem DAX. Und wir haben, also bei 18.546 handelt er momentan oder rechnet er im Moment, ja. Das ist nicht viel. Deswegen für ein weiteres Ausatmen, für ein Imbiss nehmen, wie auch immer, rechne ich eigentlich eher hier mit der 17.940 oder so knapp unter 18.000. Das hier ist das 50-Year-Retracement von dieser Bewegung. Aber das untere Band steigt. Die Bänder laufen zusammen. Wenn beide Bänder aus einer breiteren Phase, das ist das hier, zusammenlaufen, ist es meistens eine, ja, entweder eine Korrektur oder so ein Seitwärtsgedöne. Und das Seitwärtsgedöne, das kann sich ganz schnell nochmal akzelerieren nach unten, wenn wir diesen Punkt hier, das ist am 17.05. bei 18.454 und genau da verläuft die 20-Tage-Linie, es verbindet sich also 1, 2. Wenn wir das, und morgen ist die 50 Punkte höher, wenn wir das unterbieten mit Schlusskurs, muss ich damit oder davon ausgehen, dass wir mindestens hier die 18.166 sehen, eher das 50er bei knapp unter 18.000. Also ich mag das nicht. Wir haben über das MACD ein Verkaufssignal oder bekommen es über die traditionelle Sichtweise. Die moderne ist schon negativ. Wir haben ein relativ frisches Verkaufssignal über die Stochastik im Tagesvergleich. Also ich mag das nicht. Ich habe zwei Scheine rausgesucht. Und die sind bewusst so gewählt mit geringerem Hebel als das, was ich sonst so mache. Das eine ist der Call 17.518. Da sind wir also noch unter dem 61er-Retracement, unter dem unteren Band. Das sollte, also bis hierhin, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt gleich auf die 17.000 fallen. Das tue ich jetzt nicht. Aber erstmal, tja, haben wir eine gewisse Fallgeschwindigkeit, ein gewisses Momentum. Deswegen nehme ich den 17.500er. Der ist hier weiter drunter, aber ich kaufe den jetzt noch nicht. Dazu bräuchte ich hier irgendwo ein Kaufsignal und ich habe davon keins. Aber der ist für die Watchlist. Der Put 19.309er, der liegt noch ein bisschen hier drüber, also deutlicher hinter dem All-Time-High. Den kann man machen, ja, aber den muss man stoppen, wenn das obere Band mit Schlusskurs überboten wird. Und dann hat er auch genügend Platz. Also wenn das Band jetzt noch ein bisschen runtergeht, sagen wir mal auf 19.010, 19.000, irgendwie sowas, und wir sollten dann drüber schließen, dann kostet es nicht allzu viel. Ja, der ist also relativ gut stoppbar, sagen wir es mal so. Ich mag sie nicht. Ich wollte jetzt auch noch mal überlegen, noch was für den Dow zu machen, aber das ist mir jetzt einfach zu spät. Ich bin zu müde. Und Standpur,
Komm, ich guck mal einmal ganz kurz über die beiden nochmal drüber. Das ist der Stenbur und der ist schon unter der 20-Tage-Linie. Ganz komischer Doji heute. Auch negativ, negativ. Bänder laufen auch zusammen. Und hier die Unterstützung, die hätte ich hier so im Bereich 15.130. Einmal, zweimal, dreimal. Etwas unter dem unteren Band. Auch hier Momentum eher nach unten gerichtet. Dann gucken wir mal auf den Dow. So. Hier ist der Dow. Der ist sogar aus dem unteren Band rausgeflogen. Aber mit einem Doji in einem Extrembereich. Negativ. Weit negativ. Da möchte ich da mal in dem Zusammenhang schauen. Berkshire Hathaway hält sich immer noch sensationell. 377, die geben ja fast gar nichts nach. Aber der Dow ist unter das untere Band gefallen. Das ist nicht schön. Wir haben jetzt hier von 40.084 verloren auf 38.150. In der Spitze auf 38.000. Also das wäre jetzt nichts, wo ich mein Haus beleihen würde und long gehen würde. Nein, kann ich nicht machen. Ja, gefallen mir alle drei nicht. Also passt da ein bisschen auf. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.